So, und wir sind zurück in der Fallout-Welt. Ihr habt nicht viel verpasst, also eigentlich fast gar nichts. Allerdings bin ich hier vom Trainingsgelände schnell geflüchtet, weil am Trainingsgelände ist auf einmal so ein Robobot aufgetaucht. Und der ist ja Level 30 und der hat mich trotz Powerrüstung ganz schön hart rangenommen. Also da bin ich schnell weggelaufen. Und wir müssen eh hier zur Satellitenstation rüber. Dementsprechend, also das passiert, mehr aber auch noch nicht. Und hier gibt es auch wieder ein Notsignal. Und dieses Notsignal muss ich jetzt da finden, wo es denn stärker wird, und dementsprechend, das Spiel kennen wir ja schon. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall mal in der Powerrüstung unterwegs, weil die behalte ich jetzt klar gleich an. Alter. So, Notsignal wird stärker. So, mein Freund. Gott sei Dank habe ich hier gerade die Rüstung an, sonst hätte ich echt. Oh, oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Ja, alles klar. Okay. Ich brauche auf jeden Fall ein Stimpak. Ganz, ganz, ganz wichtig. Gott sei Dank habe ich die Powerrüstung an. Das wäre ja sonst. Da ist aber so viel. Ist denn der Hund? Komm schon, lass mich in Ruhe. Ho, ho, ho. So, also okay, da vorne wird's happig. So, ich würde gerne nämlich so ein bisschen an die Leichen daran machen. Um die zu looten. Nukleares Material. Das scheint ja mal nicht schlecht zu sein. Supermutanten. Kommt doch her. Kommt hier mal so ein bisschen zu mir. Ihr seid da in einer ganz klar überlegenen Stellung. Oh, das ist natürlich alles nicht so ertragreich. Ah, ich muss hier mich da so ein bisschen echt rankämpfen an die Jungs. Aber dank Powerrüstung geht das schon etwas besser. Okay, alles klar. So, mein Freund, du willst es nicht anders, dann kriegst du es anders. Nehmen wir die rechtmäßige Herrschaft oder nehmen wir die automatische Laserpistole? Wir nehmen die Herrschaft. Schieß mal einfach mal. Ach Gott. So. Ihr seht schon, mit der Wumme ist einfach deutlich mehr drin. Die macht mehr Spaß. Auch wenn da hinten so ein Heini ist, der richtig anstrengend ist. Also ohne meine Rüstung würde ich hier richtig, 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 richtig stark verkacken. Wäre ja schön, wenn ich mal. Aber Level 35 und ich bin halt da noch deutlich unterlegen, also da muss ich mich schon echt anstrengen.
da jetzt noch ein zweiter? Ah ne, der ist mutiert, alles klar. Jetzt ist er auch Level 35. Soll ja nicht langweilig werden. So, gibt's noch was? Könnte ich da noch an Waffen? Ich habe ja. Sowas wäre jetzt genau das Richtige. Das Lasergewehr. Ich brauche halt was, was jetzt so ein bisschen zielgenauer ist und dann auch viel Wumms macht. Ja, die macht vielleicht wirklich die Lasermuskete. Das wäre jetzt. Oder dann wieder den Revolver, aber jetzt probieren wir das mal mit der Lasermuskete aus. Ah. Also das wird hier deutlich schwerer, als ich es jeweils erhofft oder erwartet hatte, muss ich gestehen. Meine HP werden auch so peu à peu immer weniger. Mach doch mal ihn fertig. Meine HP werden langsam weniger, aber. Naja, auch mit Watts wird es nicht wirklich viel besser, muss ich gestehen. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So kann es echt ein sehr, sehr langer Kampf werden. Aber eigentlich habe ich ein bisschen Ausdauer. Jetzt muss ich aufpassen, ich will nur den einen gegenübertreten erstmal müssen. Das ist halt echt eine Hausnummer hier, die Gegner. Oh oh. Wer seid ihr denn? Seid ihr gut oder böse? Ja, mach mal den Täter fertig. Ich weiß echt nicht, wer ihr oder was ihr seid, aber. Karawanenwache? Ja, Karawanenwachen sind jetzt vielleicht genau das Richtige, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Vielleicht mal mit einer Granate mal arbeiten. Das wäre noch eine. Ich glaube, ein gutes, profanes Mittel. So, aber er wird schon, er verliert langsam seinen HP, auch wenn es extrem lange dauert. Aber wie gesagt, wahrscheinlich habe ich einfach dafür normalerweise noch nicht mal das Level, um da dementsprechend mitzustinken. Was ich jetzt aber eben trotzdem tue. Ich dachte, ich hätte was gesehen. So, der ist mal weg. Schieß doch mal auf den dann einfach. Warum bin ich jetzt der sein, der hier den aus. Ah, ja, ja. Macht gar nichts und labert hier groß auf. Und nochmal der nächste 35er. Okay, das war irgendwie, keine Ahnung, Blindgänger oder sowas. Ah, das war die letzte Granate.
Habe ich nicht noch Molotovs? Also ich würde alles tun für... bisschen was noch an Zusatzschaden. So, mein Helm ist langsam im Arsch. Ah, schnell nachladen. Triff doch! Also ich kann mir vorstellen, dass ich das nicht alleine ursprünglich hätte machen sollen, sondern dass hoffentlich da... Aber jetzt treffe ich ihn gut. So, schieß mir mal wieder mal ein bisschen drauf. Der ist doch nicht weit weg. Triff mal gescheit. Ich habe alles überlebt, womit das Commonwealth mich angegriffen hat. Runter. Oh, oh, Auto geht hoch. Boah, meine HP ist aber sowas von einem krass im Arsch. Mein Powercore seht ihr auch, der ist auch immer mehr weg. Komm schon. Ich hatte gehofft, dass nach dem ersten dann das hier durch ist. Also noch einen dritten davon würde ich eh nicht packen, allein schon auf Munitionsproblemen her. So. Jetzt schauen wir mal hier rein. Das Signal wird auf jeden Fall stärker, wie ihr hört. So, und jetzt vielleicht auch ein bisschen mal was looten können. Bin jetzt für jede HP bin ich froh. Wo war der denn jetzt? Okay, scheinbar irgendwo da vorne, wo ich ihn gerade nicht wirklich sehe oder wahrnehme. Ach, da ist er. Der Supermutanten, bist du schon wieder so einer? Nee, ich werde mal zu dem Danes gehen. Weil der Danes, der meinte ja, wenn ich, oder das ist ja ein optionales Ziel, dann kann ich ja zu dem mal hingehen. Das ist, glaube ich, vielleicht sinnvoll. Weil vielleicht hilft mir der, ja, das ist so meine Hoffnung, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Sinn und Zweck ist, hier mit Level 13 da, oder mit Level 12, weil ich bin, da auf die Level 35 Gegner zu gehen. Macht für mich zumindest in meiner Welt nicht so viel Sinn. Und wenn das nicht klappt, wenn da jetzt keiner kommt, dann würde ich mal versuchen, noch die Middlemen anzuheuern, dass ich mal hier in die Luft schieße. Und wenn es dann nicht geht, oh, dann weiß ich es auch nicht, dann wird es echt, echt kritisch. Aber jetzt schauen wir mal, was der dann da so sagt, wenn ich ihm hier... Ja, ich weiß, dass der Fusionskern fast leer ist. Ich lasse die Powerrüstung jetzt auch mal, glaube ich, da drin stehen. Und nimm eine andere mit. Beziehungsweise, ich habe doch noch... Ich habe doch sogar Fusionskerne dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, ja. So, jetzt schauen wir mal, was... Ich habe Informationen. Paladin. Da bist du ja wieder. Gibt es was Neues von der Patrouille? Das Erkundungsteam geriet in einen Hinterhalt. Sie haben ihre eigene Powerrüstung zerstört, damit diese nicht in gegnerische Hände gelangt. Es gab nur drei Überlebende. Ein tragischer Verlust. Aber sie taten, was sie tun mussten. Unsere Technologie muss um jeden Preis beschützt werden. Noch mehr? Ihr
Lager wurde von Ghulen überrannt. Ritter Estlin starb beim Versuch, es zu verteidigen. Estlin. Sie war früher in meiner Kompanie. Die beste Schützin, die ich je sah. Verdammt. Gut. Danke für den Bericht. Na toll. Ich brauche Hilfe, Junge. Entschuldigung, Paladin Dance? Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie aufheben. Könnten wir noch brauchen, sobald die Verstärkung eintrifft. Okay, das war jetzt nicht das, was ich mir jetzt erhofft hatte, um echt zu sein. Gut, dann werden wir es nochmal mit dem Minuteman probieren. Und zu guter Letzt, keine Ahnung, ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so viel an Gegnern da, hoffe ich mal. Also wieder da zurück. Aber es ist echt anstrengend, also ihr seht ja selber, wie viel ich den abziehe und es ist sehr knifflig. Haben die Minutemen dich geschickt? Ich bin ein Minuteman, aber ich interessiere mich mal gerade gar nicht für dich, tut mir sehr leid. So, ja, eigentlich, wie gesagt, müsste ich einen Powercare noch dabei haben. Das heißt, von dem her, Hilfsmittel. Ja, das. Ne, das ist Fusionskern, ja, da sind doch noch, hier ist noch einer dabei, ein voller. Also von dem her, das soll passen. Und dann nehmen wir nochmal wieder mein Lieblingsgewehr. Wobei ich zwar nicht mehr viele Schuss habe, aber vielleicht den einen noch damit aus der Welt schaffen kann. So, wir folgen mal wieder dem Notsignal. Aber jetzt probiere ich es erst nochmal, dass ich versuche, noch jemanden zu Hilfe zu holen. Wo ist er denn? Die Leuchtpistole da. Nee, das ist... Dafür hätte ich wahrscheinlich das Revier dahinter mir gebraucht, aber... Na gut, wir müssen es mal wieder selber machen. Jetzt ist aber Tag, da sehe ich hier ein bisschen mehr. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Raketenwerfer, aber eben keine Raketen. Also die Waffe ist super. Aber ihr seht, es sind so viele von den Gegnern da. Das heißt, ich muss echt haushalten. Und da kommt der nächste, aber der ist, der ist kein Supermutant. Der unten ist ein Supermutant. Oh Gott, die ziehen mir auch hart schnell meine HP ab. Das ist ja natürlich auch nachvollziehbar. So, der ist weg. Jetzt würde ich gern den mal looten zumindest. So, und jetzt noch der letzte. Na ja, komm, Kotzwolf, geh du mal vor. Aber den würde ich jetzt gerne am besten, weil ich habe zwar nur noch 5 Schuss, aber die würde ich gerne aufbehalten. Das heißt, wir nehmen mal die da. Ja, Kotzwolf hat das gut gemacht. Besser hier oben zu sterben, als im wilden Honig zu viel zu geben.
So. Holomarke, Kronkorken. Das darf ich mir gleich das Band anhören, aber jetzt wie gesagt erstmal schauen, dass ich noch ein bisschen was hier. Ich glaube nämlich, dass alle Gegner soweit tot sind. Und erstmal loote ich alles. Weil es schaut echt aus, als ob ich hier alles erledigt hätte. Und das ist jetzt fast wichtiger hier, bevor ich jetzt hier weitermache. Oh, Kotzwolf, geh weg. Weil ich halt echt, ihr seht es ja, munitionstechnisch ganz schön am Arsch bin. Deswegen gehen wir erstmal ab. Ich hoffe, dass ich hier noch irgendwas Brauchbares finde. Kein Hocker. Kein Superkleber. Okay, also hier erstmal nichts Brauchbares. So viel Aufwand. Das muss doch auch, es muss doch alles belohnt werden hier. Warum habt ihr denn keine Fusionszellen am Start? Nett. Ja, das nehmen wir doch einfach mal mit. Look better in black, du hast eine Ausrede. Ah, verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Das ist gut. So, hier gibt es hoffentlich einiges an Munition. Der war gut. Geschafft. Ah, hätte ich mir mehr erhofft. Aber gut, ich will jetzt nicht undankbar erscheinen. Oh. Gehen wir da drüben noch hoch. Das ist das Coole an der Powerrüstung. Das Springen. Und seht ihr Rats, also Radioaktivität. Teilweise geht's hoch, dann klickt's ein bisschen. So, und Tanten Hane stehen hier mit. Fusionszelle! Wenigstens ein bisschen was an Fusionszellen zurück. Also da war ich schon drin, da vorne war ich schon drin. Da unten in den Dingern, da war ich noch nicht. Ich schätze mal hier drüben, das Wasser ist wahrscheinlich ganz schön giftig, das lasse ich auch mal aus. Sondern wir gehen hier mal rein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Schönes. Jep, jep, jep. Jupp. Ja, sehr gut. Das ist alles doch so, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, dass ich mal finde. Für jeden was dabei. So soll es sein. Okay. So. Entweder auf dem Turm war ich noch nicht, oder auf dem Turm, oder auf beiden. Schauen wir mal. Also die Stimmung ist schon brutal. Der erste Fusionskern ist gleich ausgelutscht von der Rüstung. Und dann da unten noch in dem Gebäude, da glaube ich war ich auch noch nicht drin. Und dann habe ich alles abgesucht und ausgekundschaftet. Was es so gibt. Ne, da nicht. Dann gehen wir mal hier so rauf auf die sehr nett aussehende Eigenerrichtung. Mit einer Powerrüstung. So, mutanten Beinrüstung. Ein Fatman. Sie sollten sich entscheiden, was Sie davon annehmen. Ja, ich weiß, ich weiß. Taktisches Jagdgewehr leicht. Ne, gehärtete Raiderrüstung. Die Frage, ob die Red, die Powerrüstung besser ist als die, die ich gerade habe. Wahrscheinlich nicht. Aber wir steigen mal aus meiner aus. Nehmen den Fusionskern hier raus. Ne, den wollte ich eigentlich. Wollte ich hier rausnehmen. So, und jetzt schauen wir, was, wie es mit der da bestellt ist.
alles schon so kaputt, dass ich den nicht mal mehr nutzen kann. Nur noch der Torso ist da. Jetzt brauche ich Kotzlauf wieder, dass ich ein bisschen umladen kann. Ja, unterm Strich kommt es fast gleich heraus. Den Fusionskern, den einen. Ich brauche nicht 35 Power-Rüstungen unterwegs haben. Hey, so. Nein, gib mir doch dein Handelsmenü. Das ist so ein bisschen doof ab und an. Jetzt. Ja. Den kann ich ja mal den anderen Fatman geben. Jetzt habe ich ja. Aber immer noch keine. Ich brauche so eine Atombombe. Kotzlauf kann auch schon nicht mehr tragen. So, und jetzt gehen wir nach da unten rein und dann habe ich eh hier alles abgesucht. Ach, ich wollte gerade sagen, da war gerade null Munition da gestanden. Also jetzt hören wir uns nochmal an, was die nette Dame zu sagen hat. Wie hieß die denn jetzt nochmal? Habe ich wieder vergessen. Gelehrte Ferris. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Oh, oh, alles, was zählt. Ja. So. Jetzt darf ich auch noch den Bunker untersuchen. Wo ist denn der Bunker jetzt wieder? Da oben ist der Bunker. Gut, dann würde ich sagen, diese Folge ist mal beendet und wir werden nachher uns mal den Bunker anschauen. Wenn der Bunker natürlich ähnlich wird wie hier jetzt das Ganze, dann muss ich sagen, werde ich mich einer anderen Quest widmen. Aber wie gesagt, wir gucken und wir schauen und ich zeige euch das in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, tschüssi!